Mit einem Traktorstrahl können in Star Trek oder Star Wars fremde Raumschiffe festgehalten, manövrierunfähige Schiffe abgeschleppt oder unerwünschte Objekte abgestoßen werden. Und wer jetzt denkt, das ist doch alles Science-Fiction-Krempel, nichts da, einem Forschungsteam aus Bristol ist es jetzt tatsächlich gelungen, mit Schallwellen Kugeln durch die Luft fliegen zu lassen. Und der Hammer, jeder kann sich das Gerät nachbauen. Wie das genau funktioniert und ob das schon in Zukunft auch mit echten Raumschiffen klappt, jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Ja, schon seit Jahrzehnten versuchen Forschungsteams weltweit das Konzept des Traktorstrahls aus Star Trek und Star Wars auch in der Realität umzusetzen. 2015 war es erstmals gelungen, einen Traktorstrahl aus Schall zu erzeugen. Und jetzt hat ein Forschungsteam aus Bristol einen Traktorstrahl auf Basis von Schallwellen ganz einfach selbst konstruiert. Dadurch können Objekte wie durch Geisterhand nicht nur einfach angehoben, sondern auch angezogen werden, wie der Traktorstrahl aus Science-Fiction-Filmen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nutzten dafür schraubenförmige Wirbel aus Ultraschall. Diese wurden in dem Experiment von Speziallautsprechern abgefeuert. So wurden den Mini-Styroporkörnchen ständig winzige Stöße von allen Seiten verpasst, die virtuellen Wirbel, so das Forschungsteam, machten es also möglich, die Kugeln stabil in der Schwebe zu halten. Und noch mehr, dazu einer der beteiligten Forscher, Asia Marzo. Er kann die Objekte an die Quelle der Schallwellen heranziehen. Es ist sehr leicht, Partikel von der Schallquelle wegzuschieben oder sie einfach nur in der Schwebe zu halten, aber sie anzuziehen ist etwas ganz anderes. Und das wirklich Tolle, ihr könnt euch selbst einen solchen Traktorstrahl basteln. Das Forschungsteam aus Bristol hat das Gerät so vereinfacht, dass es jetzt mit einfachen Bauteilen aus dem 3D-Drucker und dem Internet gebaut werden kann. Am Ende sieht das Gerät dann aus wie eine überdimensionierte Taschenlampe. In einem Video beschreiben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wie man das Gerät zusammenbauen kann. Am Ende lassen sich damit wenige Millimeter kleine Objekte anheben und anziehen. Bei größeren Objekten sei das mit diesem Konzept bislang nicht möglich gewesen. Kugeln mit einem größeren Durchmesser bekamen durch die Schallwirbel einen Drall und wurden aus dem Fokus des Traktorstrahls gefeuert. Offenbar beschränkte die Schallwellenlänge die Größe des Traktorstrahls, so das Fazit des Forschungsteams. In einem weiteren Experiment veränderten sie alle paar Millisekunden die Drehrichtung der Schallwellen. So wurden sogar bis zu 1,6 cm große Styroporkörnchen stabil in der Schwebe gehalten. Und das ist echt ziemlich riesig. Nach Berechnungen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten sich Objekte mit einer Dichte bis zu 1,25 Gramm pro Kubikzentimeter anheben lassen. Heißt also im Klartext, auch eine Taufliege ließe sich per Traktorstrahl einfangen. Diese Konzepte könnten demnächst auch in der Medizin Anwendung finden, beispielsweise um Medikamente innerhalb des menschlichen Körpers zu transportieren. In ferner Zukunft könnte man dann gegebenenfalls auch ganze Menschen schweben lassen. Bisher dachte man, dass dies nur mit sehr extremen Schallwellen möglich sei. Doch da wäre die Verletzungsgefahr für uns Menschen eventuell viel zu hoch. Und jetzt zurück zum Weltraum. In diesem Bereich würde das Konzept des Traktorstrahls realistisch gesehen große Probleme mit sich bringen. Denn Schall kann sich im Vakuum, also im Weltraum, nicht ausbreiten. Also müssten andere Wellenquellen verwendet werden. Und auch hier tüfteln Forschungsteams dran. Doch mit Laserstrahlen lassen sich bisher damit nur Objekte bewegen, die deutlich weniger als einen Millimeter messen. Wenn ihr als erstes Neues zu diesem Thema und auch zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann meldet euch hier bei WhatsApp an. Dann erfahrt ihr vor allen anderen vom neuesten Video. Garantiert, ihr könnt dort direkt in der Redaktion von Klicksum mitmachen und Themen vorschlagen oder Fragen zu Videos stellen. Der direkte Draht zu mir. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der genau, Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür draufklicken, Star Wars Todessternlaser gebaut. Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.